Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Wieder mal geht's weiter hier unten in dem Höhlengebiet. Und ja, beim letzten Mal wollte ich mir ja dann zum Schluss ja noch eine Basis errichten hier oben. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal. Denn von nix kommt nix. Und von daher gleich mal ein paar Fundamente craften. Oder auch nicht, weil ich keine Tauwerke dabei habe. Oh nee. Habe ich die jetzt wirklich da unten reingepackt in die Kiste? Im Lava-Biom? Ich glaube schon. Oh Mann. Ja. Gut. Das war jetzt eigentlich so nicht Teil des Plans. Dann, ja, wie machen wir es dann? Dann müssen wir wohl oder übel nochmal kurz runter. Es hilft nichts. Nur noch eben kurz schauen. Wie schaut es mit dem Feuer aus? Ah, Brennstoff bei der Hälfte. Gibt es hier noch irgendwo Kohle? Da oben gibt es Kohle. Dann holen wir die ganz geschwind und dann brechen wir nochmal ins Lava-Biom auf. Mann, wie das mich freut. Eigentlich wollte ich jetzt in aller Ruhe hier erstmal gemütlich meine Basis bauen. Und nicht gleich wieder darunter. Aber, naja. Kommt davon. Wenn man hier Sachen in eine Kiste reinpackt, die man nachher noch gebrauchen kann. Hängt da vorne eine Fledermaus? Ich brauche zwar aktuell noch kein Eiweiß, aber wir könnten uns ein bisschen Wegverpflegung mitnehmen. Ja, ich glaube, das sollte eine sein. Erwischt haben wir sie. Und sie segelt auch zu Boden. Das ist gut. Level 2. So, da haben wir die Axt. So viel Zeit haben wir auf alle Fälle noch, dass wir uns da gescheit vorbereiten, wenn es runtergeht. Oder bevor es runtergeht. Das Einzige, was ich noch gerne hätte, wäre eine zweite Feldflasche, aber da habe ich blöderweise keine mehr. Und ich kann mir auch keine mehr herstellen. Denn dafür brauchen wir dreimal Metallschrott und natürlich auch mal wieder Tauwerke. Schade, schade. Aber nun gut. So, rein mit der Kohle. Rauf mit dem Fleisch. Und ja. Können wir sonst irgendwas in der Zwischenzeit machen? Eine Kiste kann ich mir ja aktuell auch nicht herstellen. Dann müssen wir einfach erstmal warten. Warten und Däumchen drehen. Oder die Waffen könnte ich noch durchladen, sehe ich gerade. Gut, Schrotpatronen haben wir keine mehr, aber zumindest das Gewehr. Ui, habe ich da nur noch. Tatsächlich, da habe ich nur noch 4 Schuss. Nun gut, dann müssen wir zur Not auf die Pistole umsteigen oder auf den Revolver, je nachdem. Sehen wir ja dann. Wir haben zum Glück ja auch noch ein Medikit dabei. Das wird uns dann auch gute Dienste leisten, denke ich mal. Ich hoffe nur, dass wir es nicht brauchen. Aber zumindest hätten wir eins dabei. Wenn es hart auf hart kommt. Alpgar ist es schon mal und jetzt ist es durch. Wunderbar. Dann ab nach unten. Wir wissen ja zum Glück, was uns dort unten erwartet. Das ist auch schon mal viel wert. Es ist also keine Reise ins Ungewisse. Von daher, so schlimm kann es gar nicht werden. Ich glaube, da unten waren jetzt eh noch Schwammerl, was ich gerade gesehen habe.
Die können wir auch ganz gut gebrauchen, weil mein Obst- und Gemüsebalken ist fast bei null. Das geschafft. Gleich sind wir wieder unten. Nämlich jetzt. Ah ja, tatsächlich. Haben mich meine Augen nicht getäuscht. So, irgendwo hier ist doch mit Sicherheit ein Jäger. Tatsächlich, da vorne sitzt er. Einer ist tot. Fehlt der zweite. Da kommt er. Und auch den haben wir schon eliminiert. Kurz und schmerzlos. Uiuiui, das Inventar. Wenn ich das schon wieder sehe, wie es sich langsam aber sicher füllt. Aber gut, wir kommen jetzt dann gleich zur Kiste. Von daher können wir dann da die ganzen Erze auch reinpacken. Da haben wir richtig viel Holz bekommen. Das ist gut. Können wir gleich mal weiterverarbeiten. Und da ist auch noch eine spezielle Kiste. Dann gleich mal schauen, was es da drin Schönes zu holen für uns gibt. Sehr viele Patronen und ein Gegenmittel kann man da auch finden. Auch gut zu wissen. Noch ein Kristall, nur Vorsicht, ist da schon ein Jäger? Tatsächlich, da unten sitzt einer. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Aber bevor wir uns den Kristall holen, schalten wir den lieber auch mal aus. Ui, da sind zwei. Und der hat mich... Nee, der hat mich noch nicht gesehen. Einer ist tot. Der zweite kommt. Oh oh. Und der bringt auch noch Verstärkung mit. Noch einer tot. So, jetzt brauchen wir aber den Revolver. Danke. Was, der ist noch nicht tot? Aber jetzt. Was sagt uns das? Ich brauche einen stärkeren Revolver. Und auf alle Fälle auch Platz in meinem Rucksack. Das bringen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr alles unter, oder? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nun gut, dann holen wir uns noch eben kurz den Kristall. Dann nix wie hin zur Kiste. Und dann schnappen wir uns noch den letzten Rucksack. Da oben ist noch ein Jäger, aber ich denke, der sollte uns in Ruhe lassen. Jetzt ist nur die Frage, komme ich da runter? Irgendwie schon. Die Frage ist nur, breche ich mir sämtliche Knochen? Nein, zum Glück nicht. Hoffentlich kommt er da nicht gleich ums Eck. Aber ich denke nicht. Ah, schaut ruhig aus. Gut. So, was brauchen wir denn nicht? Die ganzen Erze können wir gleich mal verstauen. Weg damit. Federn brauchen wir auch nicht. Da haben wir auch noch Fasern und ja, die besagten Tauwerke. Die Granate können wir stapeln, die Zahnräder können wir stapeln. Da haben wir noch die Feldflasche, nehmen wir auch gleich mit.
Die zwei Holzscheite brauchen wir aktuell nicht. Das Gegenmittel kann weg. Brauchen wir sonst irgendwas nicht. Tonikum, weg damit. Der eine Stoff kann auch weg. Und dann, glaube ich, passt soweit fürs Erste. Ich könnte auf alle Fälle auch gleich wieder was trinken, sehe ich gerade. Und vielleicht nehmen wir sogar so ein Ausdauer-Kit, damit wir noch ganz geschwind den hinteren Bereich der Höhle uns ein bisschen anschauen können, denn da waren wir ja bisher noch nicht. Und es könnte sein, dass es da vielleicht noch irgendwie was gibt. Vielleicht geht es da auch noch weiter. In dem Lava-Biom. Ich kann mir nämlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir da schon alles gesehen haben. So, einsammeln und das Zeug dort oben ist schon verschwunden, glaube ich, oder? Was hier rausgefallen ist, schaut ganz danach aus. Nun gut, haben wir eh nicht gebraucht. So, wie geht's hier weiter? Da oben gibt es noch ein Kristall, sehe ich gerade. Und die Höhle. Hört anscheinend auf, dort oben. Jetzt dachte ich, hier gäbe es vielleicht noch einen Durchgang, aber anscheinend. Nee. Aber wir schauen uns das natürlich genau an. Vielleicht sehe ich da auch gerade nur die Hälfte. Könnte ja auch sein. Komme ich da gar nicht hoch? Ah doch, da vorne. Da ist eine Brücke. Da haben wir nochmal Kohle. Dann führt hier nochmal eine Brücke rüber, aber da scheint es echt nicht weiter zu gehen. Dort unten beim großen Lavasee waren wir ja beim letzten Mal. Könnte nur sein, dass da auch wieder Jäger unterwegs sind, von daher will ich da nicht direkt vorstürmen. Schaut aber vergleichsweise ruhig aus. Aber eine Fledermaus. Von wo auch immer die kommen mag. Da ist sie. Nun gut, lassen wir sie wegfliegen. Da ist noch Kohle. Fliegt jetzt wieder her? Nee. Ui, was haben wir denn da noch Schönes? Jetzt sehe ich sie erst. Da ist noch eine Kiste. Direkt auf der Brücke. Aus Versehen jetzt mal eben kurz die Brücke weggeschlagen, oder? Und ich lande in der Lava. Das wär's. So, da haben wir ein Bärenwasser. Das ist sehr gut. Dann haben wir noch Waffenteile und noch ein Medikit. Also man kann da wirklich richtig gute Dinge hier finden in den Kisten. Aber so wie es ausschaut, war es das dann in der Lavahöhle. Also größer ist der Bereich hier unten gar nicht. Da ist gleich noch eine Kiste da vorne. Die hängt aber auch schon halb in der Lava drin. Noch mehr Wasser und ein Molotow-Cocktail. Also es hört nicht damit auf an guten Dingen, die wir hier finden können. So, jetzt muss das Fleisch dran glauben. Bei den lassen wir nicht hinten liegen, sondern den nehmen wir natürlich schon mit. Nun gut. Ja dann würde ich sagen, sind wir hier soweit durch. In dem Lava-Biom. Schauen wir, dass wir
wieder rauf gehen, damit wir hier noch unsere Basis errichten können und dann auch irgendwann mal wieder Tageslicht zu sehen bekommen. Jetzt könnte es nur sein, dass hier auch schon wieder die Jäger gespawnt sind. Schaut aber sogar nicht danach aus. Umso besser. Dann schnell hindurch, bevor sie sich's anders überlegen und doch noch hier aufkreuzen. Hat sich der kleine Abstecher doch gelohnt. Mit den ganzen Kisten, so viele, wie wir da gefunden haben. Mir ist ein bisschen heiß. Ein bisschen arg heiß. Ah, geht's hier gar nicht hoch? Ah ja, hier geht's hoch. Aber jetzt kommen wir ja dann gleich wieder in das kühlere Gebiet, sage ich mal. Fellflaschen haben wir jetzt auch zwei. Am wichtigsten ist sowieso jetzt erstmal ein Fundament und eine Kiste zu errichten, damit wir wieder einen leeren Rucksack haben. Alles andere kommt dann nach und nach. So, sind wir auch schon wieder oben. So schnell geht's. Mal schauen, ob unser Lagerfeuer noch brennt oder nicht. Ich hoffe, dass es aber noch brennt. Ja. Leider ist es aber ausgegangen. Und das Blöde ist, ich habe nicht mal ein Feuerstarter-Kit dabei. Nun gut, das ist jetzt aber aktuell unsere geringste Sorge. Wir stellen jetzt erstmal ein Holzfundament her und natürlich dann auch die besagte Lagerkiste. Die brauchen wir auf alle Fälle. Das können wir gleich mal trinken. Und ja, dann machen wir hier unten gleich mal Platz. Wo bauen wir sie denn? Unsere Basis. Da vorne ist noch gerade ein Phosphaterz gespawnt. Ich würde fast vorschlagen, dass wir die Basis ja, gleich mal hier errichten, oder? Da ist die Fläche einigermaßen eben. Das bietet sich eigentlich ganz gut an. Und wenn, dann können wir sie ja immer noch umstellen. Da fällt auch schon die Kiste raus. Kommt mal hier ein Fundament hin. Und die Kiste packen wir da gleich mal hin. Gut. Mal eben kurz ein paar Dinge verstauen. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Das kann auch weg. Okay, so, wir stellen da gleich noch ein paar her. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch Tauwerke. Hat der Charakter eh erstmal ein bisschen was zu tun. Und ja, in der Zwischenzeit schauen wir doch gleich mal, dass wir hier noch das Phosphaterz mitnehmen. Und Kohle. Kohle im Sinne als ja, Brennstoff für unser Lagerfeuer, das zwar aktuell nicht brennt, aber irgendwann hoffentlich wieder brennen wird. Langfristig gesehen könnte man natürlich hier unten auch noch einen Ofen platzieren. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Da haben wir noch ein Kristallvorkommen. Was mir aber gerade auffällt, hier unten in der Höhle, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei euch auch so ist, da ruckelt das Spiel immer ein bisschen. Aber solange es nur beim Ruckeln bleibt und nicht abstürzt, geht es ja noch einigermaßen. Nein, das ist nicht gut.
Gegen die wollte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Er verfolgt uns nicht. Immerhin. Denn ja, die sind ein bisschen besser gepanzert als die Kollegen dort unten. Meine Spitzhacke gibt auch bald den Geist auf. Sehe ich gerade. So, dann kommt auf alle Fälle hier noch ein Fundament hin. Ich würde mal sagen, wir bauen uns so eine. Ja. Wie groß wird sie denn, unsere Basis? Haben wir da noch zwei Fundamente hin? Eigentlich brauchen wir es gar nicht so groß, oder? Aber das ist schon ein bisschen arg klein. Ein bisschen größer darf schon sein. Platz kann man immer brauchen. Halt, das wollte ich eigentlich. Das Fundament. Könnte man vielleicht sogar machen, dass wir hier so reingehen in unsere Basis. Und da kommen auf alle Fälle noch Wände hin. Die Frage ist sowieso, können wir uns noch so wahnsinnig viele Elemente hier hinsetzen? Ich glaube, da reichen leider die Tauwerke nicht. Könnte ein bisschen knapp werden, obwohl, ja, könnte sogar funktionieren. Wir brauchen ein Holzfenster, hätte ich gerne. Und ja, natürlich dann auch gleich noch einen Türrahmen. Türrahmen, wenn ich ihn denn sehe, da ist er. Dann brauchen wir auch noch Holzwände, zwei Stück. Und ja, dann schauen wir mal, was noch übrig bleibt. Brauchen wir noch eine Holzwand? Ja, eine brauchen wir schon noch. Oder wir bauen noch ein Holzfenster, aber das sehen wir jetzt gleich, was dann schöner ausschaut. Brechen wir das mal eben ab. Und packen wir das hinten an die Leiste dran. Was wir auf alle Fälle gleich mal machen können, wir können hier die Kohle einlagern. Die Granaten möchte ich wieder mit raufnehmen. Genauso wie den Molotow-Cocktail. Den lassen wir nicht hier unten. Denn wir wollen ja früher oder später auch mal diese große Basis angreifen und ja, da werden wir das Zeug auf alle Fälle gut gebrauchen können. Ich glaube, ich hätte es fast noch ein bisschen höher bauen dürfen. Aber gut, lassen wir es jetzt erstmal so. Das Fensterelement ist fertig. Das ist gut. Ich glaube, hier ist es fast ein bisschen schöner, aber drehen müssen wir es noch. Haben wir immer einen schönen Ausblick aufs Wasser. Der Türraum ist auch schon fertig. Kommt der gleich mal hier hin. Mal schauen, ob das geht. Ah ja, ist leicht zugänglich. Sehr schön. Zwickt sich nichts. Einwandfrei. Dann kommt die mal dahin. Da könnten wir vielleicht auch noch ein Fensterelement hinsetzen. Müssen wir das nochmal kurz abbrechen. Das kommt dahin. Gut, und ja, dann noch eben eine Holzwand bauen. Oh, brauchen wir sogar noch drei Holzwände, brauchen wir noch. Eine ist zu wenig, allerdings. Ah, doch, das reicht sogar. Das reicht sogar, allerdings reicht es mit den Nägeln gar nicht mehr. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die Bretter sind auch kräftig nach unten gegangen. Na gut, wird es nur eine halbe Basis. Naja, schön ist es noch nicht.
Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Kommt auf alle Fälle noch ein Dach drauf. Die ja, restlichen zwei Wände müssen wir dann auch noch platzieren. Aber dann ist unsere Höhlenbasis fürs Erste soweit fertig. Wunderbar. Ihr Lieben, ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen bei der heutigen Folge von Subsistence. Hab mich wie immer sehr gefreut und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus.